Hallo YouTube und moin moin, liebe LA-Checker. Ich bin hier in Las Vegas, das erste Mal mit Fossi zusammen auf der Mobile Beat und ich bin echt gespannt, was das werden wird hier. Und wir sind jetzt schon 2 Tage ungefähr hier. Morgen geht die Messe los. Heute sind schon die ersten Seminare, die wir uns natürlich auch anschauen werden. Und ich bin sehr gespannt, was es hier geben wird. Und ich habe auch schon sehr viele bekannte YouTuber aus den USA hier getroffen und mit denen auch schon ein bisschen geschnackt. Und ich bin echt gespannt, was das wird. Und hier ein kleiner Überblick von der Mobile Beat in Las Vegas. We'll be right back.
Ja, wir sind hier am Stand von American DJ und ich habe hier mal einen Produktspezialisten rangeholt, den sonst der auch sehr bekannt ist, glaube ich. Denke ich, habe ich gehört. Und ja, was gibt's denn heute hier bei American DJ für neue Produkte zu sehen? Das ist irgendwie abgefahren. Entschuldigung. Aber ich habe das ja vorher noch nie gemacht. Irgendwie. Ja, kannst du mal sehen. Irgendwie ist das anders als sonst. Okay, vor allen Dingen, dass ich das Mikrofon nicht halten darf. Ich bin so... Möchtest du das Mikrofon halten? Nein, nein. Ich fühle mich so nackt. Naja, ist auch mal schön. So ein bisschen Freikörperkultur. So, wir haben uns zwei Produkte oder drei quasi rausgesucht für heute, die ich mal so ein bisschen vorstellen möchte. Und wir haben das ja schon angeteasert bei mir mit dem Sneak Peek. Und hier kommt jetzt quasi die Vorstellung. Unser neuer Visi Hybrid 2 Air Moving Head von American DJ mit der 2R-Lampe, die ungefähr so viel Power hat wie eine 250 Watt MSDN-Ladungslampe. Das erste Mal, als ich hier reingekommen bin, wir haben es gerade eben gesehen, jetzt muss ich ein bisschen warten und ein bisschen erzählen nebenbei. Was mir aufgefallen ist, sind die Farben, und zwar jetzt gleich haben wir einmal ein helles, ein bläuliches und ein ganz kaltes Weiß. Das heißt, wir haben in diesem Moving Head nicht nur einen Beam sowieso, wir haben ja auch ein Washlight, das heißt, wir können den Streuungswinkel verändern, sondern wir haben auch drei verschiedene Weißfarben, neben den ganzen Farben wie Rot, Blau, Grün, Gelb, zwei Violetttöne, Cyan, Orange und einem ultravioletten Ton und noch ein paar schöne Gobos mit dabei. Empfehlung von mir, einfach mal auf der Musikmesse in Frankfurt demnächst vorbeigucken. Die ist ja vom 10. April, bis zum 13. April 2013 in Frankfurt in Halle 11 am American DJ Stand. Schön auswendig gelernt, Herr Voss, wunderbar. Und jetzt kommt die Killerfrage. Wann wird das Produkt denn verfügbar sein? Oh. Und wo liegt der ungefähre Preis? Ha! Ich hasse das. Ich weiß es wirklich noch überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ah, kein Problem. Renne hindurch. Ich habe wirklich noch gar keine Ahnung, wann es verfügbar sein wird. Ich will da auch keine Wasserstandsmeldung abgeben. Es wird einfach irgendwann verfügbar sein. Auf der Musikmesse, wenn du mich danach fragst, dann kommst du ja wieder. Da stellen wieder andere Leute dann die Produkte vor. Aber da darfst du mich reinschneiden mit einer verlässlichen Aussage. Ja, das ist aber eine Aussage oder ein Statement, was ich jetzt wörtlich nehme, dann wird das klasse. Wir nennen ja immer alle Geräte nur so völlig despektierlich, das Ding. Der Hybrid 2R wurde ja nur noch gerade erst auf der NAMM vor 2 Wochen in Amerika vorgestellt. Das heißt, wir haben den dann auf der Musikmesse oder vielleicht jetzt auf der Dance Fair in Utrecht als Europapremiere. Und erst dann können wir überhaupt sagen, wann die so schätzungsweise ungefähr bei uns eintreffen werden. Ja, genau. Also wirklich hier Sneak Peek und klasse. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch mal ein weiteres Produkt an. Können wir gleich stehen bleiben? Weil das kann ich nicht. Ach so, halt, hier ist das Mikro. Das kann ich nämlich mitnehmen. Das ist wirklich unglaublich, was American DJ hier für ein klasse neues Produkt entwickelt hat. Und das kann man wirklich so mit auf die Straße nehmen und braucht keinen Strom und ist echt klasse. Mein Lieblingseffekt of all times. Früher war es der Tri-Face, inzwischen Quad-Face. Und inzwischen kann ich mir den so unter den Arm schnallen und damit losgehen. Das heißt, ich kann Disco machen, wo ich möchte, wann ich möchte und quasi auch wie ich möchte durch RGBW. Eine einfache 10 Watt LED getrieben durch eine Batterie ohne Strom. Ja, das ist ja der Hammer. Also das ist ja unglaublich. Also die Batterie produziert natürlich Strom, na, aber ich brauche keinen Anschluss. Und ja, damit kann ich ihn noch mal an schwierigen Stellen an- und aus aufbauen. Und wer jetzt sagt, da muss ich ja trotzdem ein DMX-Kabel vielleicht dahin ziehen. Richtig, wenn ihr das DMX steuern wollt, braucht man trotzdem noch ein DMX. Eine DMX-Lösung, entweder die Wi-Fi-Lösung, mit der man dann wireless DMX gehen kann, oder aber so eine wireless UC3-Controller-Geschichte. Dann kann ich den ja auf- und abbauen und hin und her stellen, wie ich möchte. Und jetzt noch die Masterfrage. Wie lange hält denn das? Hält denn die Batterie von dem Quadface? Ungefähr 8 bis 9 Stunden in einem Normalbetrieb. Also nicht, wenn alle LEDs an sind. Ich denke mal, wenn man so alle LEDs an sind, dann wäre es so, also wenn man RGBW voll anfährt, permanent, wer macht das schon, dann würde ich so auf 7 Stunden ungefähr tippen. Ja, wunderbar, Herr Voss. Ja. Und jetzt, wie habe ich das gemacht? Ich möchte unten Kommentare sehen. Genau, aber schreibt mal einen Kommentar unten, wie ihr den neuen Produktmanager hier, ne? Und nein. den
Produktspezialisten von ADJ so findet. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank, Fossi, ne? Und wir sehen uns dann auf der Musikmesse, ne? Ich hoffe das sehr. Du hast noch gar keine Frage gestellt, wie wir das sonst so tun. Ich muss dich ja jetzt so ein bisschen einbeißen. Wie wir das sonst so tun, die nichts mit dem Messestand oder der Messe zu tun hat. Ha! Ja, pass auf. Pass Suppe. Wir nehmen aus dem ewigen Es hat mit der Messe überhaupt nichts zu tun. Ja. Es ist eher mit dem Essen. Oh. Bestes Buffet in Las Vegas. Bestes Buffet in Las Vegas hatten wir meiner Meinung nach frühstücksmäßig heute Morgen in Paris. Mittags esse ich hier nie, deswegen kann ich das nicht sagen. Und abends, was ich bis jetzt getestet habe, weil auch da gibt es meistens nur noch einen Snack, ist das Mandalay Bay. So. Ja, das ist doch mal eine Aussage. Jetzt noch die letzten Worte, ich habe es völlig vergessen. Oh, keine Ahnung. Da muss ich jetzt mal selbst überlegen. Die war natürlich Practice and Enjoy. Ah, und Das ist neu. Ich glaube auch. Also ich habe es gehört, dass man jetzt das so macht und deswegen. Ich würde sagen, ich zähle mal von drei runter, ne? 3, 2, 1, Practice and Enjoy. Hier, der stört mich. Gib mir dein Mikro, ich will einmal das Scheiße. Schöne Mikro haben. Practice and Enjoy. Das war die Mobile Beat 2013 aus Las Vegas und heute ist der letzte Messetag und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und die ganzen Impressionen, die ich euch zeigen konnte, und ich muss sagen, es war wirklich eine sehr schöne Messe. Also jeder, der von euch die Möglichkeit hat, mal hier hinzukommen, sollte das auf jeden Fall nutzen. Vor allen Dingen, weil ihr hier auch wirklich mit den ganzen YouTubern aus den USA wunderbar sprechen könnt und Networking betreiben könnt, und das ist wirklich eine coole Geschichte, und wie am Ende sage ich, Practice and Enjoy.